Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Edelweiß Customs. Was für eine Ansage! Wir haben das Glück, einige der geilsten BMW-Maschinen ever hier stehen zu haben. Und all diese Maschinen sind Ende der 30er Jahre und all diese Maschinen wollen wir euch mit einmal vorstellen bzw. dieses Gesamtbild zeigen. Denn das passiert nicht so häufig, dass wir dieses Glück haben, so viele von diesen Fahrzeugen im Angebot zu haben und natürlich auch euch zeigen zu können. Wir haben hier verschiedenste BMW, wirklich von der kleinsten BMW angefangen bis zur größten BMW, bis zum Ende der BMW-Produktion vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ich denke, das ist so eine schöne Konstellation und zeigt Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede auf und zeigt auch, auf was BMW für ein heftiger Hersteller war. Denn BMW hat nicht nur zu unserer Zeit, also zur Neuzeit, abgeliefert, sondern auch schon damals. Die haben den Ton angegeben. Diese Bikes hier im Video seht ihr in verschiedenen Videos von uns einzeln noch einmal, aber wir wollen hier ein grobes Gesamtbild machen. Wir bewegen uns von den Jahren hier irgendwo 1936 ist die älteste Maschine und 1943 das jüngste Fahrzeug. Und somit haben wir hier knapp 5 Jahre an, naja gut, es sind nicht 5 Jahre, es sind 7 Jahre, aber wir haben knapp 5 Jahre, vielleicht sogar 4 Jahre, wo diese Modelle verfügbar waren. Also wo ich wirklich fast zur selben Zeit diese Fahrzeuge kaufen konnte. Denn BMW war zwar immer up to date und hat immer einen Schritt draufgepackt, hat aber auch auf altbewährtes zurückgegriffen und das produziert. Wir fangen beim kleinsten Modell an. BMW R20. Dieses Modell gab es von 37 bis 38 und ab den 30er Jahren gab es Einzylinder-Modelle bei BMW. Fast 40 Jahre lang Einzylinder 200 Kubik, 250 Kubik und das hier, muss man sagen, ist schon eine sehr moderne Entwicklung, war der Grundstein der R20, R25 Reihe. Wir haben Teleskopgabel, wir haben Fußschaltung und das ist ganz, ganz typisch für alle BMW-Fahrzeuge, für alle Fahrzeuge, wie sie hier stehen, als auch für alle Fahrzeuge, die es damals gab. Wir haben Kardanantrieb und wir haben einen Viertakter. All das ist wirklich bei jedem BMW-Modell immer zu finden. Und dann natürlich der typische BMW Boxer, der kommt dann im übernächsten Modell. Dann haben wir hier unsere BMW R35 und auch diese R35 ist noch im Vergleich zu der R20 etwas zurückhaltender von der Optik, denn wir haben hier noch unseren Starrrahmen, unser normales Profil, also kein Rohrrahmen, sondern wirklich gepresstes Profil. Das war so die 30er Jahre Optik, auch bei Zündapp zu finden. Und man muss halt auch sagen, diese R35, die begegnet uns in vielen unseren Videos, denn die EMW R35 basiert eben auf diesem Modell. Und auch da muss man wieder sagen, mit diesem Modell war BMW, ich sag mal, nicht der Zeit voraus, hat aber trotzdem schon abgeliefert mit der Teleskopgabel, hat auf altbewährtes zurückgegriffen. Das war der R35-Motor von der R4 weiterentwickelt oder beziehungsweise fast übernommen. Und somit war es klar, dass dieses Fahrzeug grundsolide ist, funktionstüchtig. Wir haben hier übrigens einen Kaufpreis von 1000 Reichsmark. Bei der R20 sind es so knapp 720 gewesen. Und Produktionszeit war hier von 37 bis 1939/40, wurde dann aber weiter produziert für die Wehrmacht. Also das war auch ein Wehrmachtsgrad. Und diese Überschneidung zwischen Zivil als auch Wehrmacht, die haben wir hier immer wieder zu finden. Dieses Modell, die BMW R51, die stolze 1600 Reichsmark kostet und von 1938 bis 1940 zivil produziert wurde, war in meinen Augen das Steckenpferd von BMW. Es hat alles verbunden, was BMW zu der Zeit konnte und was möglich war.
für den normalen Motorradfahrer. Wir haben hier ein wirkliches Sportmodell, wir haben einen kopfgesteuerten Boxer, wir haben Kardanantrieb, wir haben Hinterradfederung, Teleskopgabel, alle mit Öldruckdämpfer. Mehr ging einfach nicht. Also wirklich, das hier ist eine immense Ansage und man muss ja sagen, dass das nicht das Spitzenmodell war, sondern die R66. Und wir haben hier gleichzeitig vier Modelle, also wir haben auch hier nochmal 750 Kubik. Seitenventiler gab es, die R71 und auch die R61. Also da mit diesem Modell, was wir hier als R51 stehen haben, decken wir auch vier Modelle ab. Und das war so das, was BMW 38, 39 im Petto hatte. Mehr ging nicht, mehr ging auch nicht zu kaufen. Das war wirklich das Motorrad. Und bevor man das kaufen konnte für denselben Preis, 1630 Mark, war es die R12. Die R12, das war ein beliebtes Seitenwagenmotorrad, auch ein beliebtes Tourenmotorrad, 750 Kubik haben wir hier, Seitenventiler, derselbe Preis wie bei der R51. Und wenn man jetzt diese beiden Modelle sieht, wir haben hier Produktionszeitraum von 35 bis 38, das heißt, wir haben hier definitiv eine Überschneidung. Und man muss auch sagen, das Motorrad wurde natürlich länger produziert für die Wehrmacht. Aber bevor wir dazu kommen, sehen wir hier schon diesen krassen Kontrast, wie modern dieses Modell ist und dann doch eher wie altbacken diese zivile Variante von 1936 ist. Das ist ein Quantensprung. Also rein vom Fahrwerk her, vom Motor her. Wir haben hier zwei Nockenwellen, kopfgesteuerten Motor, ein richtiges Sportmodell, jenseits von Gut und Böse und hier ein altbackenen Boxer. Die Motorentechnik, wenn sie auch überarbeitet wurde, schon fast 10 Jahre alt, solide 18 PS. Aber das sind wirklich Welten. Und auch, was man sagen muss, dieses Modell bildete den Grundstein, ähnlich wie die R20, für die Nachkriegsproduktion von BMW. -2, -3, heute immer noch sehr beliebte, bekannte Motorräder BMW 51-3, basiert auf diesem Modell. Die R12, da war so gesehen Schluss bei dieser Modellreihe 1938 und dann ging es in die Wehrmachtsproduktion. Da wurde das Fahrzeug noch einige Jahre weiter gefertigt, also 41-42, hatte dann auch schon einen verstärkten Rahmen, war ein sehr beliebtes Gradmelderfahrzeug, vor allem auch mit Seitenwagen und hat ab Kriegsbeginn die Wehrmacht wirklich unterstützt, in dem Sinne, dass dieses Fahrzeug für die Truppenbewegung geeignet war und sehr beliebt. Tja, jetzt sind wir hier 1941. 1941, da war auch der Startschuss und das ist der letzte Schuss gewesen von BMW, der R75. Und die R75 war das Motorrad technisch, was BMW abgeliefert hat. Also es ging zu dieser Zeit nicht mehr als das, was hier drin war. Es ist ein überschweres Gespann. Wir haben auch einen kopfgesteuerten Motor. Wir haben einen angetriebenen Seitenwagen, Differentialsperre. Wir haben hydraulisch gebremste Hinterräder, in dem Sinne, dass das Motorrad hinten als auch der Seitenwagen gebremst ist. Wir haben einen Rückwärtsgang, vier Vorwärtsgänge, natürlich auch hier Fußschaltung, was man, da muss ich noch mal kurz zurückgreifen, bei der R12 nicht hat. Wir haben bei der R12 immer noch Handschaltung und dann aber hier eben ähnlich wie bei der R51, R20, R23, diese modernen Motorräder von BMW schon einen immensen Schritt nach vorne und das macht es auch, diese besondere und sehr, sehr gute Technik, was diese Motorräder, nicht nur die R75, sondern generell BMW, so beliebt macht. Und man kann auch sehen, welche Sprünge da wirklich drin waren, rein optisch schon. Wenn man schaut, wie die Motorräder gestaltet sind, dass man hier bei diesen R12-Modellen wirklich noch diese Anfang 30er Jahre Vorkriegsoptik hat, dass der Tank im Rahmen versenkt ist, auch so dieses R35-Ding, was heute immer so beliebt ist. Aber dann die R51 als auch 75 schon die moderne Variante geht. Der Tank
umschließt den Rahmen, steht für sich. Wir haben eine ganz dezente Linienführung, also sehr filigran, schon sehr sportlich, ebenso auch die R20. Und da sieht man eben auch, wie BMW gearbeitet hat. Man hat auf das, was man wusste, was gut war, was natürlich auch sich gut verkaufen ließ, zurückgegriffen, gepaart mit modernen Aspekten und hat gleichzeitig natürlich auch immer ein Ass im Ärmel gehabt und immer wieder den Schritt nach vorne gewagt, neue Modelle herausgebracht. Und das ist heute immer noch so. Ich kann immer nur bei den ganzen Vergleichen an die 1000 RR denken und erinnern, dieses Motorrad war ein Paukenschlag für alle Supersportler. Und da war es egal, ob die Japaner 20, 30 Jahre lang schon Supersportler gebaut hatten. Das, was BMW in dem Moment abgeliefert hat, gab es vorher noch nicht auf den Serienmarkt. Und das war eine richtige Ansage. Ähnlich ist es hier auch anzusehen, dass BMW halt einfach Motorrad bauen kann. Und all das ist eine mächtige Ansage, bringt natürlich auch die Faszination der Marke gegenüber rüber, als auch zu den Fahrzeugen. Denn die machen richtig viel Spaß, die klingen richtig geil, sind Boxer. Ihr hört es dann auch in den einzelnen Videos, wenn wir euch die Fahrzeuge nochmal vorstellen. Das macht einfach jede Menge Spaß. So, jetzt habt ihr alles gesehen, solltet ihr Fragen haben, Meinungen, dann ab in die Kommentare damit, welches Fahrzeug gefällt euch am besten. Das würde uns natürlich auch interessieren. Wo seid ihr hier eher? Auch wegen Wehrmacht, fahrt ihr lieber zivil? Würde euch so ein Wehrmachtsmotorrad, also so ein mattes Motorrad gefallen? Oder wo sind da eure Vorlieben? Großer Boxer, Einzylinder? Ich meine, wir sprechen hier ein großes Publikum an. Wenn ich mich festlegen würde, ist echt schwer, weil viele, viele Modelle, ich bin ja alle gefahren, es machen alle wahnsinnig viel Spaß. Aber ich glaube, ich hänge persönlich ein bisschen bei der R51 fest. Da habe ich mich auch in die Form verliebt, in die Optik. Denn das Motorrad, das kann so viel. Die R75 kann natürlich auch extrem viel, macht auch wahnsinnig viel Spaß. Aber ich bin noch eher, auch wenn ich nicht so aussehe, der sportlichere Typ. Und da würde ich mich wahrscheinlich eher auf die R51 schwingen, denn mit der kann man wirklich weite Strecken fahren, ganz angenehm. Und das für das Alter unfassbar gut. Und die macht mir dann vielleicht am meisten Spaß. Aber schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wir sehen uns bei den nächsten geilen BMWs auf jeden Fall wieder, denn hier werden wir euch einige Bikes vorstellen. Und das wird sich definitiv lohnen. Denn wir machen einige verrückte Sachen auch damit. Und dann sehen wir uns beim nächsten geilen Bike wieder. Bis dahin, ciao.